Ich möchte jetzt zeigen, wie man mit Hilfe einer Formatvorlage die Schriftgröße für den Text auf 12 Punkte und für Fußnoten auf 10 Punkte festlegen kann. Man hat jetzt hier also dann dementsprechend einen Text. Und wenn ich die Formatvorlage verändern möchte, gehe ich hier auf Formatvorlage, habe hier Standard und wähle jetzt hier das mit der linken Maustaste aus. Standard betrifft ja den Text, der üblicherweise eingegeben ist, gehe auf Ändern und kann jetzt hier dann einstellen, hier gibt es mehr Registerkarten, bei der Registerkarte dann die Schriftgröße. Die passt hier für mich jetzt schon ganz gut. Wenn ich hier 11 eingestellt gehabt hätte, würde ich hier dann 12 wählen und klicke auf OK. Ich muss das Ganze noch für die Fußnote machen. Ich sehe jetzt hier keine Fußnote eingeblendet, deswegen gehe ich jetzt hier runter, wähle alle Vorlagen. Fußnote alphabetisch steht er weiter hier oben und gehe jetzt hier auf Fußnote. Habe jetzt hier ausgewählt, rechte Maustaste wieder ändern und möchte die Fußnote hier einstellen auf 10. Habe sie hier zum Glück schon eingestellt. Wenn, wie gesagt, es notwendig wäre, könnte ich hier 10 Punkte einstellen und klicke auf OK. Und habe somit die Fußnote auf 10 Punkte und die Standardschriftgröße dann auf 12 Punkte eingestellt.